Vielleicht wird eines Tages die Physikalisch-Technische Bundesanstalt die Frage beantworten, aus was die dunkle Materie im Universum besteht. Die Idee? Ultraleichte Bosonen wechselwirken mit Photonen. Dazu hat man drei Atomuhren verwendet, zwei weniger sensible und eine höchst sensible. Sollte es zu der Wechselwirkung der ultraleichten Bosonen mit den Photonen kommen, müsste es zu einem Gangunterschied zwischen den Atomuhren kommen und dabei hätte man eine Veränderung der Feinstrukturkonstante, der elektromagnetischen Feinstrukturkonstante, die die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung beschreibt. Gefunden hat man nichts. Das bedeutet in der Physik aber nichts. Das bedeutet zunächst einmal nur, dass Grenzen festgelegt worden sind. Also wenn die dunkle Materie aus ultraleichten Bosonen besteht, dann sind die ultraleichten Bosonen ultra-ultraleicht. Oder sie bestehen eben nicht aus ultraleichten Bosonen. Und dann müssen wir einfach weitersuchen. Dunkle Materie. Ein echtes kosmisches Rätsel. Und wer weiß,